Willkommen zurück zu Super Smash Bros. Für die Wii U. Weiter geht's hier über Stage Reactor heute mit Pokémon Stadium 2. Eine Stage, die fast ins Competitive Rule Set reingekommen wäre, aber ist so zum Glück nicht, denn es ist Pokémon Stadium 2 und nicht 1. 1 gibt's in diesem Spiel nicht, 1 wäre auf jeden Fall vollkommen legit gewesen. Da gibt's nicht so viele nervige Transformationen wie hier. Hier haben wir einmal diesen nervigen Wirbelwind und natürlich auch das Fließband. Absolute No-Gos. Und deswegen ist die Stage auch nicht erlaubt. Ness und Lukas, lol. Ja, ich war auch dagegen. Wenn diese Stage ins Rootset aufnimmt, spricht einfach viel zu viel dagegen. Aber dazu später mehr. Ja, erst mal so eine normale Arena. Das ist das Grundgerüst der Stage. Zwei durchschiffbare Plattformen und eine Basisplattform, wo wir gerade uns drauf bewegen. Ich hier. Ja. Würde die Stage so bleiben, würde ich es sehr begrüßen, diese Stage ins Ruleset aufzunehmen, aber nein, das tut sie nicht. Das tut sie nicht, denn die verändert noch ihre Gestalt. Es gibt vier verschiedene Abschnitte, an diesem mitzählt sind es fünf. Und ich werde jetzt hier erstmal nicht kämpfen, weil der Pac-Man mich sonst fistet. Weil ich überhaupt keine Pac-Man-Erfahrung habe. Und allgemein auch die Stage bewerten möchte und nicht beides gleichzeitig, kämpfen und bewerten. Das geht nicht gut. Ich versuche es trotzdem mal. Weil es dauert ein bisschen, bis sich das mal verändert hier. Jetzt kommt direkt zu Anfang die beschissenste Transformation. Dann sehen wir ja, warum diese Stage so suckt. Denn, ja, hat man hier Float-Charaktere wie Pummeluff, die können hier einfach nicht landen. Man verliert seine zwei Jumps. Können die am Boden das perfekt abfangen, wie man hier gesehen hat mit meinem Up-Smash. Und das geht wirklich gar nicht. Also, diesen Stage-Abschnitt fällt man extrem langsam nach unten, weil man halt durch diesen Aufwind immer wieder nach oben gerät. Und ja, dieser Stage ist einfach nur scheiße deswegen. Nur wegen dieser Transformation ist diese Stage allein schon nicht turniertauglich. Meine Meinung. Das geht wirklich absolut nicht. Aber nun gut. Es gibt auch ein paar schöne Transformationen. Beste meiner Meinung nach ist das mit den Fossilien. Und selbst die ist nicht bahnbrechend. Aber die ist auch nicht perfekt. Gäbe es eine Stage, die nur so aufgebaut wäre wie dieser Fossilabschnitt, wäre auch nicht erlaubt, weil es einfach ein bisschen komisch ist. Aber das ist noch lange nicht so schlimm wie das Fließband oder das, was wir eben gesehen haben, dieser schreckliche Windabschnitt. Der geht echt absolut nicht. Ich meine, ist ja ganz nett innovativ, aber dann soll man es auch wirklich bei, ja, Free-for-Alls lassen und nicht im Turnier-Rule-Set. Also bitte, wenn man wirklich competitive spielen sollte, ist diese Stage echt nicht geeignet, wegen diesem Windabschnitt. Hat echt nichts mit Competitive Smash dann zu tun mehr. Sorry, es ist so. Jetzt bekommen wir gleich den zweitschlimmsten Abschnitt. Nee, das Fließband, oh mein Gott, es ist so schlimm. Mit Didi kann man hier schöne Bananen aufs Fließband legen. Man fährt die Banane in den Gegner rein und kann man dementsprechend drauf handeln. Aber mit Sheik fällt mir das schon dementsprechend schwieriger. Was brauchst du, Mann? Hier drei durchschlüpfer Plattform. Und eben halt diese Fließbänder im Hintergrund. Ele Voltage und Magnetzone. Ah, ich weiß nicht, das geht absolut nicht. Ich warte hier eigentlich nur in meine Mitte. Hau die Gegner wieder weg. Weil hier möchte ich einfach nicht drauf kämpfen. Es ist so. Man kann hier auch fast gar nicht drauf kämpfen. Es ist echt schrecklich. Deswegen, oh Gott. Da hier die True PK Funde. Und das ist Level 1 PC. Na super. Aber im Hintergrund steht auch halt immer, wer kämpft. Manchmal wer der Spitzenreiter ist. Immer so ein paar kleine Details. Das ist ganz nett. Sieht allgemein besser aus als Pokémon Stadium 1 von der Grafik. Aber vor den Transformationen her geht das gar nicht. Auch für Free-for-Alls, für Fun-Matches mit Items oder so, kann man hier sehr viel Spaß drauf haben. Das muss ich ja sagen. Aber wie gesagt, diese Diskussion fand ich meiner Meinung nach echt unnötig, weil so viel was gegen diese Stage spricht. Aber nun gut. So, mal gucken, ob es klappt. Nee, hat nicht geklappt. Richtige Air-Dodge, der Sack. Na gut, mal gucken, wie wir den Pac-Man wegkriegen. Noch kein Leben verloren. Jetzt steht er da nur blöd rum. Das ist als Level 9er, wenn er meint.
Los! Ich möchte alle vier Transformationen sehen. Genau, jetzt kommt dort schon der Fossilabschnitt. Das ist meiner Meinung nach der beste. Wenn wir eine Transformation nicht sehen sollten, dann werde ich euch die im Trainingsmodus nochmal zeigen, weil ich möchte alles zeigen hier im Stage-Bewerter. Hier haben wir zwei durchschnittliche Plattformen und so eine komische Wand. Die funktioniert wirklich komisch. Ich kann da zum Beispiel mit Diddy Kong nicht die AP an der Wand explodieren lassen. Wie zum Beispiel bei Delfine oder Peach Gas 64. Das funktioniert da nicht. Ja, oder eine durchschnittliche Plattform. Bouncing Fish kann man aber an dieser Wand machen. Das ist ja auch sehr interessant zu wissen. Ja, ich weiß nicht. Ist auch nicht der beste Abschnitt, aber von den vier ist es der beste. Es ist einfach Fakt. Haha, Sweet Spot. Opfer. Aber die Musik hat was. Zumindest ist diese. Pac-Man, du bist ein Opfer, du kannst nichts machen gegen Sheik. Zack. Ah. Und was war das? Was war das für eine Aktion? Aber Sheik's Recovery ist einfach nur awesome. Und na oben mit dir und BAM! Die Light-Kombo. Das waren jetzt voll viele Sheiks. Hat Light, glaube ich, mit angefangen und jetzt machen es voll viele. Richtig lustig. Naja. Hallo, ist letzte Transformation. Das ist die Eistransformation. Auch nicht gerade die beste. Aber im Vergleich zum Fließband und zum Windabschnitt noch viel, viel besser. Ah. Ich glaube, der Hydrant hat 12 Leben, das hat mir Nork erstmal gesagt. Nur dann kann man den wegschleudern. Das ist richtig nervig, wenn man nicht so viel Prozente aufbaut mit normalen Hits. Ah! Jetzt kommt tatsächlich der Eisabschnitt. Sehr schön, sehen wir es mal und können dann auch ein Fazit hier ziehen. Hier haben wir zwei durchschnittliche Plattformen. Allgemein rutscht man hier. Übrigens, ein kleines Easter Egg. Das hat mir Rikavu gezeigt auf ein Smash-Turnier, nicht auf ein Plaga 2015-Turnier. Nicht hier, im Hintergrund, da sieht man eine Katze. Und das soll wohl Sakurais Katze gewesen sein. Kleines Easter Egg. Schnäppke, Schneebedeck hier im Hintergrund, sehr schön. Ja, man rutscht halt, das ist auch nicht so optimal. Aber zum Beispiel Gendorf, der oft benachteiligt wird bei dieser Stage, könnte hier vielleicht sogar einen kleinen Vorteil bekommen, weil er hat halt wirklich ein langsames Running Speed. Und dadurch, dass er dann schlittert, kann er vielleicht einen kleinen Vorteil hier rausziehen. Aber das ist alles nur Spekulation. Ich weiß nicht, ich mag auch der Eisabschnitt nicht. Insgesamt gebe ich der Stage einen 3. Competitive, absolutes No-Go, meiner Meinung nach. Zwar gibt es schlimmere Sachen, wie zum Beispiel Wily's Castle oder so. Aber, nee. Ganz ehrlich, nee. Aber für Free for Alls ist die Stage schon nice. Macht Spaß. Mal was anderes. Sehr abwechslungsreich. Kann man echt viel Spaß haben. Mit Pokebälle. Warum nicht? Ah, was habe ich denn hier gemacht? Egal, habe eh schon genug Prozente. Jetzt bringen wir das hier noch zum schönen, souveränen Ende. Und die! Das reicht noch nicht. Pac-Man, du bist eine fette Sau. Upsmash kann ich treffen, der Sweet Spot. Plattformen sind wohl doch etwas höher als bei Battlefield. Der Reed, es ist unfassbar, ich lese ein CPU, oh mein Gott. Der Reed, der jetzt nicht da war. Vielleicht mal kurz die Needles auf, oh nee, der Luftabschnitt, bitte nicht. Ich will das jetzt zum Ende bringen, ich habe keinen Bock auf den Luftabschnitt. Nein, der Luftabschnitt, das ist so schlimm, es ist so Cancer. Oh Gott, ist das schrecklich. Seht ihr das, wie lange ich brauche zum Landen, das ist doch nicht normal, das ist einfach scheiße. Ich werde es hier auch noch verkacken wegen so einem Scheiß. Oder Upsmash, nö. Oh, ich muss hier weg. Ich hau jetzt so lange ab, bis... Nein, das gibt's doch nicht. Oh Gott. Was mache ich denn da? Komm, transformier dich oder Upsmash. Nee. Hilfe, ich will das nicht. Geht doch. Windabschnitt ist weg. Ah, der ist so schrecklich. Ich finde den so schlimm. Hauptsache, ich rappe nicht, ey. So, jetzt höre ich auf zum Trollen hier. Und jetzt besiege ich ihn endlich mal. Ah doch, Upsmash geht, aber nur ganz, ganz knapp. Ah, jetzt hör doch mal auf zu trollen, hör mal auf zu sacken. Weißt du, was ich kann? Was macht der da für komische Sachen? Und das war's. Easy. Boah,
Boah, die Stage, ey, nee. Nicht mein Fall. So, jetzt gibt's aber auch noch einen Amiibo-Fight. Auf der Omega-Version der Stage. Da wir vorhin Pokémon wieder rankommen, wir haben nur Pummel und Quajutsu. Und ich entscheide mich für Pummel. Ich hole den mal kurz. So, ich habe mir geholt. Hier ist er, der Pummel. Hungry Box heißt er. Natürlich nach dem legendären Melee-Pummel-Spiel aus den USA benannt, der mit Pummel alle kaputt macht. Mit Cheek möchte ich allerdings nicht spielen. Ich möchte dir jetzt disrespecten. Donkey Kong. Yeah, Mann. Ja. Nee, Cheek finde ich nicht so gut gegen Pummeluff. Muss ich ganz ehrlich sagen. Space ja normalerweise immer die Forward erst mit Cheek. Ah, Pummeluff outrange Cheek, wenn man richtig Space. Und. Ja, Pummeluff ist sowieso ein Luftmonster, also von daher. Cheek zwar auch, aber. Ganz ehrlich. Ich mag das Matchup nicht. So, ich spiele lieber mit Donkey. Ich habe sowieso noch einige Buffs bekommen. Gilt jetzt sehr, sehr früh. Ich muss eigentlich nur Shield Break hier verursachen. Ja, mach, 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 mach. Schade. Denn wenn er Schild bricht, ist Pummeluff instant death. Ich lade hier mal meinen Schlag auf, versuche gleich mal den B-Reverse. Und B-Reverse. Ich wusste es. Und abgefangen. Nee, leider nicht. Yes. Wie macht der Zug? Noob, noob. Ah, easy. Super Armor. Los, abbrechen jetzt. Jetzt kommt er aus der Luft oder macht diesen Scheiß. Das ist ein Custom Move. Kann man nicht shielden, sehr gefährlich. War ich das? Easy, ey. Es ist so leicht mit Donkey gegen Pummeluff. Ohne Shit. Leichter als mit Sheik gegen Pummel. Ich mein's ernst. Ah, schade. Oh, bloß aufpassen. Das ist so tödlich. Es killt auch viel früher. Das ist richtig gefährlich jetzt. Oh, wie hässlich. So gut angefangen. Komm schon. Up-Throw, Up-Air. Er hat ja Buffs bekommen. Er gilt jetzt verdammt früh, so ähnlich wie Prepatch Diddy, der Donkey. Und ich habe halt keine Banane wie Prepatch Diddy. Das ist die Scheiße. Ach, Kinders. Ach, Kinders, was mache ich denn jetzt hier? So, Luft mit dir. Back Air, Back Air. Jetzt ist easy. Wenn du einmal in Luft hast, so richtig weit in Luft, dann keine Chance mehr. Ah! Verdammt. Ah, leider nicht lang genug aufgeladen. Komm schon. Nein! Gott! Nein, mach doch nicht mal Dash Attack. Oh Gott! Gut, dass ich es abgebrochen habe. Noob hätte, weiß nicht, dass man es abbrechen kann und hätte sich hier in den Tod gestürzt. Aber ich weiß es natürlich als Donkey Kong Spieler. Ach, er dodge doch. Der macht gar nicht das, was sonst die Spieler immer machen. Ja, jetzt bin ich tot, oder? Nee, Pummeluff Throws killen, glaube ich, gar nicht. Also ruhig shielden und grabben lassen. Hauptsache, der restet mich nicht. Ich will echt nicht gerestet werden. Das ist so disrespect und so peinlich. Oh, ab hier, um ihn in die Luft zu schleudern. Kann man auch nichts mehr falsch machen. Das hat super Armor und alles. Okay, hier wieder springen. Wieder ab hier, um ihn in die Luft zu bekommen. Okay. Das war strange. Ich dachte, das hat super Armor. Hau ab. Du bist unerwünscht. Pummeluff. Wer will dich schon? Tschüss, Hungry Box. Tja, 184%. Was sagst du dazu? My friend. Ah, jetzt killt er mich aber, oder? Nö. Die Throws sind einfach nur scheiße. Aber jetzt. Ja, okay. Okay, 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 okay. Freestock wird wohl nichts mehr. Nur J. Ah, nee, JB Free auch nicht. Okay, hören wir mal auf zu trollen und
Aber wieder serious hier. Was? 74% jetzt schon? Ich finde das gerade jetzt echt nicht witzig hier. Schilde doch, du Opfer! Das ist witzig. Und tschüss. Och, armes kleines Pummelluff. Ah, Junge, aber der hat echt nochmal richtig aufgedreht. Heilige Scheiße. Aber tu es doch hier, das ist sogar mit Donkey. Opfer. Trotzdem, nicht schlecht. Nicht schlecht, auf jeden Fall. Aber ich verstehe manchmal diese Neutral-Bee nicht, was der damit bezwecken will. Ich weiß, man kann das nicht shielden, diesen Custom-Move, aber trotzdem. Naja, was soll's. 3 gebe ich der Stage halt. Allgemein habe ich schon gesagt. Und das war's auch für dieses Stage. Im nächsten Part werden wir die Earthbound Stage erleben. Und wahrscheinlich gegen Ness kämpfen. Ja klar, werden wir auch zu 100%. Lukas Amiibo gibt's ja noch nicht. Wenn wir gegen Ness spielen. In OneNet. Gut. Freunde, bis dann und ciao. Und danke fürs Anschauen. Macht's gut und haut rein.